Race Star TV 2011. Bei mir Oliver Klaas und ein Überraschungsgast, den du gleich am besten selbst präsentierst. Du hast neue Geschäftszweige aufgebaut, Race Star Motors, engagierst dich jetzt wieder für deine Rennsitze, für die Serie, siehst da eine Menge Potenzial. Und heute gibt es was sehr Fröhliches zu verlauten. Du hast neue Vertriebswege, neue Produkte und, was alle Simracer interessiert, einen neuen virtuellen Racer, der kein Unbekannter ist. Ja, vielen Dank, Stefan. Klar, das ist unser der Philipp Eng, der auch im Real Motorsport sehr erfolgreich und aktiv ist. Und wir konnten ihn gewinnen, für den Bereich des virtuellen Motorsports aktiv zu werden und für uns zu fahren. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Und auch im Zusammenhang mit seiner Mitarbeit haben wir ein neues Produkt. Und zwar bauen wir Simracing-Lenkräder um, und zwar nach den Bedürfnissen für eines Simracers mit der Erfahrung eines richtigen Motorsportlers, und die wollen wir auch demnächst mit unseren Produkten halt auch anbieten und verkaufen. Dazu kommt noch ein neuer Sitzhersteller, Sparco, den wir da jetzt mit dem Boot haben. Das heißt, wir haben dann da, glaube ich, qualitativ hochwertige Produkte, Lenkrad, Rennsitz und Made in Germany produzierte Metallvorbauten für das gesamte Equipment, und wollen jetzt mit dem Philipp und vielen anderen Fahrern natürlich wieder auch virtuellen Motorsport betreiben und uns engagieren. RaceStar steht für Qualität, Virtual Meets Reality. Wie schwer war es, einen Fahrer wie Philipp Eng zu begeistern, für RaceStar zu fahren? Wie schwer kann man jetzt vielleicht sagen? Letztendlich sind die Verbindung über diese Sim-Racing-Szene gekommen, weil der Philipp auch privat dafür sich interessiert. Und da war der Kontakt halt dann über die Sim-Racing-Szene. Für uns natürlich sehr interessant, weil als realer Motorsportfahrer uns eben die Brücke schlagen kann, dem Projekt, wo wir schon seit Jahren mit beschäftigt sind, realer Motorsport, virtueller Motorsport in Bezug zu bringen. Und da ist der Philipp natürlich eine Nummer 1 Kandidat. Ne? Zu dir, Philipp. Herzlich willkommen bei RaceStar. Dass du für uns fahren wirst, ist im Team aufgeschlagen wie eine Bombe. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dich für RaceStar zu entscheiden, beziehungsweise dich auch für so ein solches Projekt Virtual Meets Reality zu engagieren? Ja gut, also eigentlich nicht viel, dadurch ich sehr aktiv im Online-Rennsport unterwegs bin, aktuell in der VRTCC. Es musste halt jetzt mal ein richtig ordentlicher Spielsitz her. Und ich denke, mit RaceStar habe ich dann super hochwertige Produkte dann unterm Hintern. So kam der Kontakt zustande. Also es tat nicht viel, um mich da zu überzeugen. Am vergangenen Wochenende warst du noch im Nürburgring, hast das Feld von hinten aufgerollt, von 18 auf 7 in der ADAC GT Masters. Was alle Simracer brennend interessiert oder was häufig diskutiert wird, wie realistisch sind Spiele bzw. Rennsimulationen? Also es ist schwer zu beantworten, die Frage. Manche Spiele kommen richtig nah an die Realität hin. Was man im Spiel natürlich nicht hat, sind die ganzen Fliehkräfte und generell die ganzen Kräfte, die auf den Fahrer einwirken. Aber unterm Strich mache ich mit meinen Füßen und mit meinen Händen vor dem PC nichts anderes, wie ich im echten Auto mache. Also man kann es, denke ich, schon gut vergleichen. Man lernt jetzt nicht unbedingt als aktiver Rennfahrer ein besserer Rennfahrer zu werden, sondern einfach um die Sinne zu schärfen, um besser in der Konzentration zu werden und solche Dinge. Also wirklich das Fahren selber lernt man nicht, obwohl ich im Online-Racing genau das Gleiche mache wie im echten Racing. Vielen Dank, Philipp Eng. Herzlich willkommen bei RaceStar. Du bist eine wahre Bereicherung. Schön, dass du da bist, und wir hoffen, dass du dich lange bei uns wohlfühlst. Olli, noch zum Abschluss von dir ein Statement. Virtual Meets Reality. Wo geht's den Rest von 2011 hin? Was planst du fürs nächste Jahr? Ja, klar. Wir haben gesehen, dass wir sehr guten Zuspruch haben, auch in der realen Motorsportszene mit den Produkten, die wir auf der Rennstrecke waren, mit virtuellem Motorsport. Und das wollen wir ausbauen, gerade mit dem Engagement von Philipp, der auch dann uns auch in dem Bereich des realen Motorsports auch weiterhelfen kann. Mit dem Team Maurer, RaceStar Team, da wollen wir uns auch noch einige Sachen haben uns vorgenommen, die zu realisieren, sodass wir schon in dem Fokus real, virtuell, welche Projekte nach vorne treiben wollen und ganz das auf die Fahne geschrieben haben. Was mir immer am Herzen liegt, was ich immer besonders wichtig finde, ist, RaceStar baut keine Japan-Produkte. RaceStar baut Qualität zu bezahlbaren Preisen. Was ist dir persönlich immer wichtig bei dem Vertrieb und bei dem Vergleich von den Produkten? Naja, wichtig ist so, dass die Produkte sind wirklich gemacht worden von Simracern
für SimRacer, weil wir die Anforderungen oder das Profil des Produktes ist eigentlich entstanden aus den Anforderungen der SimRacer. Ja? Jeder wollte halt einen anständigen Sitz haben, wie Philipp schon sagte, man muss halt auch länger 2, 3, 4, 5 Stunden drin sitzen, man muss bequem sein und keinen wunden Hintern bekommen. Die Lenkräder, Pedalerie, das muss alles fest und stabil sein. Und so haben sich die Produkte entwickelt und Erfolg gibt uns da ja recht. Deswegen sagen wir, okay, das kommt, wir haben gesehen, dass wenn das Produkt Qualität hat, dann ist der Preis auch nicht so im Vordergrund. Wir produzieren in Deutschland, ist halt ein bisschen teurer als in China, aber wir glauben, mit der Qualität, die wir dann hier abliefern können, können wir auch erfolgreich sein. Ganz bestimmt. Die Qualität ist hochwertig. Made in Germany. Vielen Dank, Olli Klass. Racer. Alles klar.